Also mein Flug nach Kanada, der geht in 3 Tagen. Und dann bin ich weg. Ja. Schade. Ich wollte eigentlich mit dir zusammen... Ja? Hast du Lust auf einen Spaziergang? Ach, ein Spaziergang? Ja, ich hätte schon Lust, aber ich habe keine Zeit. Ich wollte mir die Praxis ansehen. Du hast dich also entschieden. Wenn es stimmt, was Dr. Klein sagt, dann spricht alles dafür, ja. Naja, wenn es eine gute Gelegenheit ist. Hast du heute Abend Zeit? Vielleicht können wir zusammen essen. Mit ein bisschen Glück gibt's da noch was zu feiern. Wenn alles gut läuft, dann sage ich zu. Ja. Dann hätten wir heute Abend was zu feiern. Ist schon komisch, wie die Welt sich verändern kann. Wie darf ich das verstehen? Naja, vor einem Jahr hättest du mich fast noch umgebracht, weil ich was mit Charlotte hatte. Und jetzt? Ja, nur um das richtig zu verstehen. Du willst, dass ich mit Charlotte anbandle, damit du deine Ruhe vor ihr hast? Ja, vielleicht findet Charlotte ja immer noch Gefallen an dir. Ein paar schöne Komplimente in einer romantischen Umgebung. Und schon liegt Charlotte dir wieder zu Füßen. So, wie kannst du so über Charlotte reden? Du weißt doch ganz genau, dass sie nicht der Typ ist, der auf sowas reinfällt. Man darf doch wohl mal einen Scherz machen. Das war ja wirklich daneben, ja? Warum bist du doch immer so sensibel? Aber du kannst ja nicht so über eine Frau reden, die du mal geliebt hast. Und außerdem darfst du nicht vergessen, dass ich Charlotte noch sehr mag. Gib dir keine Mühe. Deinem Bruder fehlt nicht nur der nötige Anstand, sondern jeglicher Respekt. Charlotte, du hast also hoffentlich nicht den falschen Hals bekommen, was wir da gerade geredet haben. Es war sehr interessant zu hören, was du von mir denkst. Komm, das war doch nicht ernst gemeint. Ich wollte hierbleiben, um dich vor Frau von Heidenberg zu schützen. Aber du hast sie verdient und sie dich. Du scheinst wenigstens einen Rest von Anstand zu besitzen. Volltreffer. Das verstehe ich, deine plötzliche Wandlung zum Softie. Du hast Charlotte kommen sehen. Aber nicht zeitig genug, um dich zu warnen. Du entschuldigst? Ja, bitte. Wollen heiraten. Das freut mich aber. Gibt's denn schon einen Termin? Ach, also ganz so weit sind wir beide noch nicht. Oder hat meine Braut da schon gewisse Vorstellungen? Naja, natürlich so bald wie möglich. Ich bin über 20, da kommt eine Frau unter Zeitdruck. Ja, herrlich. Tag zusammen. Gibt's Post? Ja, jede Menge, wenn Sie mal nicht da sind. Bitte. Oh, jeder möchte mal am liebsten gleich wieder abreisen. Wissen Sie denn schon die neueste Neuigkeit? Was gibt's denn? Sie sagen es am besten selber. Ja, also, Ben und ich, wir... Wir heiraten. Toll. Glückwunsch. Danke. Die Arbeit ruft. Was war das denn? Ein bisschen mehr Anteilnahme kann man ja wohl erwarten. Schließlich heirate ich nicht alle Tage. Und sowas nennt sich ein guter Freund. Hey, was schaust du denn so sauer? Egal. Das ist nicht gerade geschickt, dass wir uns hier treffen. Wieso läuft ihr am Schnürchen? Das will ich aber hoffen. Deine Frau, oder besser Ex-Frau, hat mir den Landarzt wunderbar abgekauft. Und jetzt fahren wir gleich los, um meine Praxis zu besichtigen. Wie soll das konkret laufen? Die Putzfrau hat mir für ein paar Scheine die Schlüssel überlassen. Aber was ist, wenn der richtige Besitzer plötzlich vor der Tür steht? Der ist für 6 Wochen auf Malediven. Gut. Dann werde ich mich mal darauf einstellen, meine kleine Evelyn kräftig zu trösten.
So viel Geld und seinen bösen Betrüger zu verlieren, das tut weh. Ganz fürchterlich. Also, gutes gemacht. Wer war das? Ein Gast, Hobbykoch. Wollte nur ein paar Tipps. Ich muss mit dir reden, wegen Werner. Das geht jetzt nicht. Ich habe in der Küche einen Haufen Arbeit. Es ist aber dringend. Ich komme, wenn ich mich loseisen kann. Felix, endlich. Ich habe dich so vermisst. Wie war in Frankfurt? Ich bin nur kurz zum Duschen hier. Kleider wechseln. Es ist viel los im Büro. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn du nicht da bist, dann geht alles drunter und drüber. Ich hab's dir ja schon am Telefon angedeutet, du. Deine Tante ist echt schrecklich. Ich will's nicht hören. Es ist jetzt so eine hinterhältige Intrige gegen Rosalie, es interessiert mich nicht. Sie will uns auseinanderbringen. Sie ist Gespenster. Sie hat dir die Anteile doch nur deshalb weggenommen, damit du sauer auf mich wirst. Und sie hat ja Erfolg. Du bist ohne mich nach Frankfurt gefahren. Ich habe in Frankfurt mal über uns nachgedacht, über unsere Beziehung. Was ist dabei rausgekommen? Es kann so nicht weitergehen. Herr Johann, nimmst schwer Abschied von deinen Blumen. Hm? Was hat denn Evelyn jetzt gesagt? Kommt sie mit nach Kanada? Sie ist gerade dabei, sich eine neue Praxis zu kaufen. Was? Obwohl du sie mitnehmen willst? Also ich meine, das hast du ihr ja nun wohl hoffentlich gesagt. Da gibt's nichts mehr zu sagen. Die Verträge sind so gut wie unterschrieben. Sie will hier in Deutschland bleiben und ich möchte ihr die Zukunft nicht verbauen. Mein Gott, macht ihr euch das Leben schwer. Das müsste sie doch selber entscheiden lassen. Sie hat sich entschieden. Was bleibt dir denn anderes übrig, wenn du dich nicht äußerst? Johann, ihr gehört doch zusammen. Und das weißt du ganz genau. Und dafür gibt es auch einige Anzeichen. Ja. Zum Beispiel der plötzlich erblühte Rosenstock, hm? Ja. Ach komm, Hildegard, nur weil du den Rosenstock ausgetauscht hast. Man kann sein Glück nicht erzwingen. Nee, erzwingen kann man's nicht. Aber man könnte es beim Schopf packen. Mein Gott, bist du verbohrt. Lass gut sein.